Hallo Masters-Fans, liebe Fans der Sammlerkunst, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Giganten Phantom. Ja, bevor ich jetzt nun das heutige Thema erörtere und euch dieses tolle Produkt vorstelle, was ich für heute geplant habe, gebe ich euch mal ein kleines Update von meinem Panini Masters of the Universe Revelation Sticker Album. Denn dieses, ihr wisst es ja, ist ja wirklich leider nur in Brasilien erschienen. Warum auch immer Brasilien? Ich hätte es auch realistischer gefunden, wenn es zum Beispiel, wenn überhaupt nur in einem Land, entweder Deutschland oder Amerika, aber das wissen wir jetzt auch nicht, warum das jetzt so passiert ist. Nach dem letzten Update haben mich einige Leute angeschrieben, oder ich habe beziehungsweise Leute angeschrieben, wo ich wusste, dass sie meine fehlenden Sticker haben. Und so konnte ich dieses Album optimieren. Bis auf 4 Sticker. Ja? Die fehlenden Nummern habe ich euch unten in die Infobox hinterlassen. Vielleicht findet sich der ein oder andere, der mit mir ins Geschäft kommen möchte und mir diese fehlenden Sticker anbietet. Beim letzten Mal haben sich bei mir Michael aus Essen, wir kennen ja Michael aus Essen, ja, der ist sowieso unser Dr. Jones, oder ja, der besorgt mir wirklich, wenn ich irgendwas im Video gesagt habe, was mir noch fehlt oder was ich gerne hätte, was ich aber doch dann wieder vergessen habe, ja, irgendwann habe ich dieses dann bekommen von Michael, nochmal vielen Dank, ja, für die fehlenden Sticker. Dann war aber auch der Martin, ja, Martin aus Leverkusen, unser He-Man Motolev, ja, nee, He-Fan Motolev, so heißt er ja, nochmal auch da danke. Und mit jemandem aus Wien, nochmal schöne Grüße nach Wien, ja, nach Österreich. Er hat mit mir einen tollen Deal gemacht. Und jetzt letztendlich fehlen mir noch diese 4 Sticker, die unten, wie gesagt, in der Infobox stehen. Und dann habe ich dieses tolle Sticker-Album zusammen. Jetzt überlege ich mir, muss ich mal gucken, wo ich das bekomme. Es gibt auch noch von diesem Softcover, ja, Sticker-Album, gibt es auch noch ein Hardcover. Ja, muss ich mal gucken, wo ich es herbekomme. Würde mich auch noch reizen. Naja, wir bleiben aber beim Thema Panini. Diesmal nicht Panini Brasilien, sondern Panini Comics Deutschland. Denn Panini Comics Deutschland hat für den 25. Januar haben sie eine Neuauflage angekündigt. Das habe ich ja schon mal in meinem Neuigkeitenmagazin Giganten, das Fanmagazin, habe ich euch schon zweimal darüber berichtet. Und diesen Monat ist es soweit. Denn es gibt eine Neuauflage von The Art of He-Man und die Masters of the Universe. Ja, das gibt es. Ich hatte euch das vor, ja, 4 Jahren, das war 2017, hatte ich euch dieses Buch vorgestellt. Und jetzt aus dem Anlass heraus, dass dieses nochmal neu erscheinen wird, habe ich gedacht, wir blättern heute nochmal bei Giganten Phantom, blättern wir nochmal in diesem tollen Buch herum. Was zu sagen ist, dieses Cover wird es nicht mehr geben in der Neuauflage. Es gibt ein anderes Cover, das kennt man ja aus einem Comic von Panini. Ja, das ist der Unterschied. Aber ich weiß jetzt nicht, ob auch inhaltlich alles gleich bleibt. Ich vermute mal schon, ja, es wird sich nicht viel verändern hier in dem Buch. Und noch mal ein bisschen fürs Protokoll. Diese Erstauflage erschien in Deutschland am 28. April 2015. Ja? Also vor fast 7 Jahren. Jetzt blättern wir noch mal ein bisschen in diesem hervorragenden Buch herum, denn das Besondere ist daran, dass dieses Buch, ja, was bei Dark Horse damals erschienen ist, das einzige Dark Horse Buch ist, was in Deutsch übersetzt worden ist von Panini. Ja? Es gibt sonst keine deutsche Ausgaben, was ich leider sehr, 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 sehr schade finde, weil da sollte man doch den ein oder anderen Schmöker von Dark Horse auch mal übersetzen. Naja, aber wir gucken uns jetzt erstmal das Buch an. Ja, so sieht das Buch ja aus der Erstauflage von 2015, so sieht das Cover aus. Wie gesagt, die Neuauflage, die jetzt am 25. Januar erscheinen wird, hat ein anderes Cover. Aber ich vermute mal, es wird der gleiche Inhalt mit da drin sein, wie man es auch hier vorfindet. So, dieses Buch natürlich Hardcover, hier von der Seite.
Auch sehr schön. Moment, sieht man kaum. Ja, hier Panini-Books. Auch sehr schön gemacht. Und natürlich die Rückseite mit diesem bekannten ja, Artwork. Ja, Evelyn, Lassif vor Skeletor und Pantor. Im Hintergrund natürlich Beastman. Hier nochmal eine kleine Inhaltsangabe. Im Jahr 1982 wurde die Welt Zeuge der Geburt einer Sensation als He-Man und die Masters of the Universe. Erstmals ihre unvergesslichen Abenteuer bestritten. Heute, über 30 Jahre später, steht fest, dass die Serie die Popkultur für immer verändert hat. Richtig. Dieses Buch kostete damals 49,90 €. Ja, und ich glaube, auch die Neuauflage kostet 49 Euro. Interessant, 90 Cent günstiger als damals. Naja, egal. Wir klappen um und sehen wie immer bei allen Dark Horse Büchern, sie haben immer so kleine, geile Anfangs-Artworks. Hier, mega cool. Ja, He-Man, King Randor, die Sorceress, Orko, Rio Blast. Die zieren hier schon mal den Anfang. Da macht es schon mal richtig Lust, nochmal richtig denn reinzublättern. Ja, ein guter Einstieg, muss ich lassen. Denn hier auch ein richtig gutes und bekanntes Artwork. He-Man auf einem Löwen und hier hinten Skeletor auf einem großen Elefanten. So, denn hier geht's los. Ein Vorwort von Alan Oppenheimer. Wir Filmation-Fans wissen ja, wer gemeint ist. Ja, mit Texten von Tim und Steve Seeley. Zusätzliche Texte von James Etock. Ja, da grüße ich mal den James nochmal sehr, sehr herzlich. Das ist ja wohl der größte Fan überhaupt weltweit. Ja, er hat auch eine schöne Fanfolge der Filmation-Reihe gemacht, ne? The Return of Faker. Ja, und dann geht's los. Inhaltsverzeichnis. Natürlich braucht man natürlich auch hier noch ein paar Inhaltsangaben von Panini. Ja. Also ein richtig fetter Schmöker mit über 304 Seiten. Ja. Voller Masters Power. Hier natürlich das Vorwort von Alan Oppenheimer. Und das erste Kapitel, die Erschaffung eines Helden. Ja, hier findet man Skizzen über die Erschaffung von den Masters. Ja, hier auch Skizzen von Mark Taylor, der leider in den frühen Morgenstunden des Heiligabends 2021 mit 80 Jahren verstorben ist. Ja, der ist ja so gesehen der Miterfinder der Masters. Ja, auch hier, so sollte eigentlich nach seinen Skizzen He-Man aussehen. Ja, 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 so, jetzt habe ich den Text vergessen. Passiert mir auch mal. Ist auch nicht schlecht, ja. Naja, lass mal Bilder auf uns wirken. Kommt auch selten vor, dass ich mal sprachlos bin, oder? So. Mega cool hier auch. Demon Man, ne? Auch nicht schlecht. Auch von Mark Taylor konstruiert. Er sollte eigentlich der Gegenspieler werden von He-Man. Ja, und dann geht's los hier. Dieses Artwork kennen wir ja. Ne? Das ist auf der Backkarte der Vintage He-Man-Figur. Ja, ein Teil zumindest davon. Es gibt sehr viele Informationen zu bewundern. Ja, auch Battle-Capped, ne? Konzeptzeichnungen. Mega cool. Wir können mal ein bisschen schneller rumblättern. Auch hier Merman kennen wir ja, ne? Merman, ne? Ach, das war, glaube ich, mit einer der ersten Figuren, die ich damals als Kind bekommen habe. Ganz interessant, er sollte eigentlich Seaman heißen, ja? Aber letztendlich haben sie sich für Merman entschieden. Obwohl, wenn man jetzt den Namen Merman nicht kannte, ja, oder nicht kennen würde, wäre Seaman eigentlich auch gar nicht so übel, ne? Auch tolle Konzeptzeichnungen, wie gesagt. Ne? Gut, das Gesicht von Evelyn wirkt mir zu freundlich hier in diesem Entwurf. Aber vom Prinzip her sieht man schon, das ist so eine Evelyn, wie man sie kennt.
auch hier Man-E-Faces, ja, auch eine tolle Figur, ja, der Mann mit den drei Gesichtern. Mensch, Roboter und Monster. Ja, so könnte oder so sollte auch Castle Grayskull aussehen, so eine tolle Konzeptzeichnung. Also wenn man die Burg von heute kennt, muss ich mal sagen, man erkennt zwar, die Fans zumindest erkennen schon, dass es Castle Grayskull sein könnte, schon alleine mit dem Geistergesicht und der Maulbrücke hier, aber die heutige Version, die man so wirklich letztendlich genommen hat, ist schon die geilste. Ja? Da gibt es auch nichts zu sagen hier. Hier der Road Tripper, ne, so hätte der aussehen können, so sah er letztendlich aus. Auch ein sehr tolles Gefährt von He-Man. Ja. Die wilde Horde ist auch so natürlich. Also es hat der Toyline auch richtig gut getan, dass es eine wilde Horde gab. Ja. Ein tolles Buch, ich mache mal ein bisschen schneller. Ich kann leider euch nicht alle 304 Seiten zeigen, aber damit ihr mal so einen kleinen Einblick bekommt, wie cool dieses Buch ist. Jetzt überlege ich mir, soll ich mir dieses Buch nochmal holen, obwohl es vielleicht gar nicht nötig ist, oder? Was meint ihr? Werdet ihr euch dieses Buch nochmal holen? Es hat zwar ein anderes Cover, aber ich bin jetzt erstmal im Moment unsicher, ob es wirklich dieses Buch genau sein wird. Oder haben sie was optimiert, was abgedatet? Wir werden am 25. Januar werden wir schlauer sein. Hier einige der Figuren aus der Vintage Toyline. Ja, und ich weiß, viele sitzen jetzt davor vor dem Bildschirm und sagen, ja, diese Figur hatte ich, diese, die war cool, die war mies. Ja, jetzt kommt man wirklich in Erinnerung, kommt man da, schwelgt man da ganz locker drin. Und ja, und man hat auch sofort, wenn man eine Figur sieht, dann weiß man auch ungefähr, mit welchem Kumpel man die Sachen gerne nachgespielt hat oder von wem man so eine Figur bekommen hat. Ja, vom Opa, Oma, Eltern. So geht es mir gerade auch. Flying Fist He-Man. Diese Figur erscheint ja bald auch als Origins-Figur. Ja, ist für den März angekündigt. Ich glaube, für den 12. März. Aber bei Mattel wissen wir ja, Mattel hält sich ja nicht an den VÖ-Termin. Meistens erscheinen die Figuren wesentlich früher. So ging es jetzt auch bei Flying Fist He-Man und Terraclaves hier, Terraclave Skeletor. Denn diese wurden schon im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, wurden sie schon in Malaysia gesichtet. Hier in Deutschland, wie gesagt, ab März ist es geplant. Aber wie gesagt, das kann auch früher passieren. Hier Hero. Ja, Hero wurde leider nie als Vintage-Figur herausgebracht. War geplant, dann hat Super 7, aber auch die Masters of the Universe Classics Line haben diesen denn letztendlich veröffentlicht. Das viele, viele, viele Jahre später. Dann gibt es auch eine Rubrik nicht produzierte Spielzeuge. Ja, das Buch behandelt auch natürlich dieses. Ja, das wäre auch so ein cooles Gefährt gewesen hier. Ja. Mega cool, ist das ein Drache, ne? Oder ein Dinosaurier? Ein Dinosaurier oder ein Drache? Ich gucke gerade mal. Ein Gigantisaur sollte weiterentwickelt werden, ne? Ein Gigantisaur, ja. Ja, also das Franchise Masters ist ja bis heute bei uns allen hier auch ein Gefährt, was nie erschienen ist, was geplant war. Natürlich ein bisschen unrealistisch, muss ich lassen. Hier sitzt Battle Armor. He-Man, Moment, ich wollte es ja dieses Jahr deutscher machen, so wie man es aus den 80er kannte. Da sitzt Zauberrüstung He-Man, sitzt vorne im Cockpit und hinten ist irgendwie auch noch ein He-Man. Ja? Der normale He-Man ohne Harnisch. Es war ja nur eine Konzeptzeichnung. Und hier Skeletor, ja, der gerade gefangen genommen worden ist von Man at Arms. Da es Konzeptzeichnungen waren, sind die Figuren jetzt nicht so detailgetreu gut geworden. Also wie gesagt, He-Man, da fehlt der Haar nicht. Und hier Man-at-Arms mit einer Suppenschüssel auf dem Kopf, oder? Guckt euch das mal an. Sieht aus wie eine Suppenschüssel. Naja, auch egal. Es ist wirklich ein herrliches Buch in Deutsch, ja. Also man kann es wirklich so durchblättern. Und auch hier, das bekannteste Artwork, glaube ich mal, und das beliebteste, es blendet ein bisschen durch die Scheinwerfer so, was man auf der Verpackung von Castle Grayskull vorgefunden hat. Ein wirklich düsteres und mystisches Artwork. Und hier sieht man das.
sieht man sehr schlecht, weil es genau ein Knick drin ist. Da kommt Skeletor aus der Maulbrücke herausgelaufen. Ja, und hier die Kämpfer von Eternia oder für Eternia greifen die Burg an und möchten Skeletor vertreiben. Ja. Auch hier herrliche Artworks, die man kennt. Hier die wilde Horde vor Castle Grayskull. Was ich eben schon sagte, hier das komplette Artwork von der Backcard des Vintage He-Mans. Hier auch. Das Buch behandelt natürlich auch von den tollen Artworks, die man damals auf den Vintage Toys auf der Rückseite vorgefunden hat. Hier auch Zauberrüstung He-Man, der gerade vom Gestank Stinkohrs ja beeinträchtigt ist. Ja. Hier Mooseman. Ja, der gerade hier Treeclops beobachtet. Mega cool. Mega cool. Auch ein geiles Artwork auf einer Box. Und zwar von der Fright Zone, ja, wo Zauberrüstung Skeletor gefangen in einem Baum ist. Hier Hordak natürlich lüsternd und heroisch über Zauberrüstung He-Man steht, der gerade von dieser Schlange angegriffen wird. Auch Snake Mountain, ja, die Verpackung, auch mega cool. Also damals waren die Artworks alle mega geil. Alle mega geil. Die waren alle zeitlos, alle waren heroisch, düster. Und was ich gut finde, ist, dass Axel Jimenez dieses bei den Origins so weiterführt. Denn der junge Mann, ja, macht alle Artworks dieser Toyline, die man heute auch in vielen Warenhäusern vorfindet, aber auch im Internet. Und er hat diese Kombination zwischen der Moderne der Artworks, aber auch dem Klassischen. Also der Mann ist wirklich sein Geld wert. Da hat Mattel einen guten Artist genommen. Auch, ach, He-Man of Battle Cat von der Box von Battle Cat. Was ich auch nie verstanden habe, ist, warum hat Battle Cat seine Maske ausgezogen? Das habe ich als Kind leider nicht gemocht, das mag ich bis heute nicht, ne? Obwohl er da richtig böse aussieht. Ja? Wir blättern ein bisschen weiter. Hier natürlich auch, da darf natürlich auch nicht eine Rubrik fehlen mit den Mini-Comics, ja, die damals bei jeder Figur beilagen. Ja, gibt es auch natürlich eine Rubrik. Ja, die sehen auch richtig cool aus, diese ganzen Mini-Comics, ja. Davon träumt heute Mattel, weil die Mini-Comics, die heute beiliegen bei den Origins, wer meine Videos kennt, weiß, ich halte nicht viel von diesen Mini-Comics, bin aber froh, dass es trotzdem welche dabei gibt, muss ich lassen. Aber, naja, egal. In diesem Buch findet man natürlich auch Sachen von She-Ra, ja. Also, das war die andere Toyline, die versucht hat, Mattel auch die Mädchen zu erreichen, aber die Toyline floppte wohl maßlos, ja, zu Recht muss ich sagen, sie waren wirklich für mich keine Actionfiguren, für mich waren das Barbie-Puppen, weil man konnte ja die Haare der Princess of Power ja kämmen und deswegen war es jetzt nicht unbedingt meine Toyline und für viele auch nicht, denn die wurde auch sehr schnell eingestellt. Obwohl die Trickserie, wir kommen auch jetzt zu den Filmation-Abenteuer von He-Man, obwohl die Trickserie von She-Ra fand ich persönlich wieder richtig stark. Also das kann ich nur sagen, die mochte ich sehr. Auch sehr toll, ne? He-Man vor Castle Grayskull. Und die Filmation-Abenteuer sind für mich immer bis heute meine Bibel an sich. Hier sieht man auch Konzepte, wie Filmation sich so He-Man und Skeletor sich so erdacht haben, wie sie hätten aussehen sollen in den Trickfilmen. Ja. Sieht auch nicht schlecht aus, oder? Na, und Skeletor auch cool. Ja, hier sieht man Skizzen, ne? Von Filmation, auch toll. Also ich muss sagen, auch die Revelations-Serie, die es heutzutage gibt, die wird leider natürlich jetzt nicht behandelt hier. Natürlich nicht, weil die fand ja 2021 fand sie ja statt und das Buch ist ja von 2015. So zukunftsorientiert ist dieses Buch nun wiederum auch nicht. Ist auch nicht schlecht. Nur ich hadere mit der Revelation-Trickserie da drin, dass ich es nicht mag, dass da die Geheimnisse von He-Man, ja, das Geheimnis von Prince Adam da gelüftet ist. Ich mag das grundsätzlich nicht, wenn da Geheimnisse von
von den Superhelden, dass sie da offenbart werden, mag ich sowieso nicht. Und dann ist das für mich da, wo ich sage, oh, hätte man noch nicht machen sollen. Lasst He-Man doch sein Geheimnis. Mein Gott, ne? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Auch eine tolle Trickserie, auch cool, oder? Sieht das nicht mega cool aus? Ja, hier natürlich auch Skizzen. Bo, ne? Bo aus der She-Ra-Reihe. Madame Race, ja. Sie hatte auch so einen Touch von Orko, war auch ein bisschen so angelegt. Sie war so die Tüdelige, genauso wie Orko aus der He-Man-Serie. Sah auch ein bisschen aus wie Orko. Tolle Bleistift-Skizzen hier. Ich habe auch zu Hause noch viele Cells, also viele Zeichentrickfolien, original aus der Filmation-Cartoon-Reihe. Habe ich einige schon mal hier gezeigt bei mir auf dem Kanal. Vielleicht kann ich noch weitere mal hier zeigen. Falls ihr Interesse habt, kann ich es gerne mal nochmal, kann ich diese Zeichnungen herauskramen. Hoho, hier, Hordak. Ja, mega cool, She-Ra. Und was geil ist, ja, es wird nicht nur das Thema, diese Trickfilmfolie wird das Thema nicht nur behandelt. Nein, es gibt auch noch, da wo ich damals das Buch ausgepackt habe, war ich total überrascht, denn sie haben ja auch noch eine Mini-Trickfilmfolie, Moment, haben sie auch noch beigefügt. Ist zwar keine originale, aber damit man so ungefähr so eine Vorstellung hatte, was so eine Trickfilmfolie ist. Sieht man? Toll, oder? Das war beigefügt. Ich finde das mega cool. Das ist ein super mega cooles Gimmick. Sorry, dass ich jetzt gerade vor die Kamera gekommen bin. Es hat gerade ein bisschen geruckelt. Finde ich gut. Also das ist schon mal das Buch. Alleine deswegen lohnt sich dieses Buch schon zu holen. Ja, hier Menge noch. Hier, meine Lieblingscharakter bei den weiblichen Damen ist ja, ihr wisst ja, Shadow Weaver. Und warum sind da ihre Brüste hervorgehoben? Ja, das habe ich in so vielen Reviews zu Shadow Weaver, habe ich euch das immer gefragt. Das ist wohl die fraulichste Figur ever. Hier, Snake Mountain, so sah es in der Filmation-Serie aus. Sind auch tolle Hintergründe, die man sofort auf dem Bildschirm hat. Wenn man diese Bilder sieht, weiß man sofort die ganzen Cartoons von damals, von den Masters. Ach. Beste Burg ever, ne? Castle Grayskull in diesem Design, auf alle Fälle unschlagbar. Hier Snake Mountain sah null aus wie das Playset. Habe ich als Kind auch nicht verstanden, aber trotzdem fand ich die Burg cool als Filmation-Version. Da gibt es noch eine Rubrik über die Scripts. Hier nochmal so eine Auflistung, wie die She-Ra-Figuren aussahen. Ne? Dann gibt es jetzt eine Rubrik Comics, Bücher, Magazine und mehr. Ja, es werden auch die ganzen Poster etc. werden hier behandelt, welche Poster es damals gab. Ja, auch toll, ne? Ach, super, die Poster kennen wir doch noch. Das eine oder andere fand man auch in den EHPA-Comic-Heften. Das kannte ich zum Beispiel gar nicht mehr. Also muss ich sagen, ganz ehrlich, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Das muss ja auch nicht ein deutsches Magazin gewesen sein, das es veröffentlicht hat. Aber das sieht ja mega cool aus. Ne? He-Man und Skeletor im Weltraum, ne? Kämpfend. Auch schön, ne? Das mag ich so sehr, ne? Skeletor auf Spidor. Wie ihr merkt, es lohnt sich auf alle Fälle, dieses Buch zu holen. Ne? Sehr hochwertig, auch das Papier ist sehr hochwertig gemacht. Es ist wirklich kein 0815 Buch. Und ich überlege gerade wirklich, soll ich mir das Buch jetzt nochmal holen? Fragezeichen. Na. Es wird sehr wahrscheinlich genau das gleiche sein, bis aufs Titelbild. Ah, egal. Hier sieht man auch nochmal ein bisschen She-Ra Princess of Power. Tolle Poster hier, ja. Das Poster an sich, auch da wieder mal ein kleiner Fehler drin, habe ich euch schon öfter gesagt, weil hier ist der Zauberrüstung He-Man auf Battle Cat, aber wie kann es sein, dass denn da auch hier, seht ihr das? Kann das hier Prince Adam noch mit dabei ist? Geht doch gar nicht. Skandal. Und natürlich hier die Gegner von He-Man und seinen Freunden. Es ist wirklich eine... Also das Buch hört ja auch irgendwie nicht auf. Es sind so viele Informationen, was man auch gar nicht so hatte. Natürlich gehört auch die Masters zu DC, ja, weil Mattel arbeitete bei der Entwicklung des zweiten Schwungs von Minicomics, beginnend mit dem Erscheinungsjahr 1983
mit den Ausgaben 5 bis 10 mit DC Comics zusammen. So steht es schon mal hier anfänglich hier in dem Text drin. Ja, und man sieht da schon ein anderer Zeichenstil als bei den Filmation Cartoons. Hier dieses Comic auch bei vielen Fans sehr, sehr, sehr beliebt. Dieses Crossover, das Superman gegen He-Man und die Masters of the Universe agiert. Ja, habe ich auch zu Hause, habe sogar ein tolles Playset darüber, habe ich auch ein Video zugemacht. Könnt ihr auch gerne auf meinem Kanal nochmal nachschauen. Ja, hier, guck mal, was er für Muskeln hat, der He-Man. Ne? Es könnte wirklich so eine Adoption sein von meinem Oberarm. Da haben sie sich ein bisschen davon inspirieren lassen. Comicstrips, gibt es auch ein Buch drüber, über verschiedene Comicstrips, die in amerikanischen Zeitungen erschienen sind. Habe ich euch, glaube ich, auch eine Review drüber gemacht. Da gibt es auch von Dark Horse ein Buch. Lohnt sich auch. So, hier noch mehr Bücher von den Masters, ne? Soll ich noch mehr solcher Dark Horse-Bücher vielleicht nochmal hier bei Giganten Phantom zeigen? Wenn ja, könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare reinpusten. Bin ich auch gerne für empfänglich. Ja. Ach, toll. Ich hatte damals auch nie, wie hier steht, auch Malbücher. Es gab ja auch Malbücher damals. War nicht in Deutschland, habe ich in Deutschland nie gesehen. Ja, in den 80ern. Heute durchs Internet natürlich kann man diese auch beziehen. Aber damals in den Staaten zum Beispiel gab es sehr viele Malbücher. Da gab es auch wesentlich mehr Merchandise, als wir Kinder es hier in den Läden gesehen haben. Hier, Crystal Palace. Natürlich, hier darf auch diese Epoche nicht fehlen, ja, der Kinofilm von 1987. Und der ist ja bei den Fans, wie gesagt, er polarisiert da total. Viele mögen diesen Film, viele finden ihn trashig und überflüssig, dazu zähle ich leider. Hier aber auch cool, ne? Hier Dolph Lundgren mit Gwildor, ne? Cool. Obwohl ich mochte Gwildor auch nie, also Gwildor war nicht meine Welt. Hier dieses geile Artwork natürlich, He-Man im Kampf gegen Blade ist natürlich geil. Ja, hier sieht man auch noch Saurott im Hintergrund, Skeletor und hier Karg, ne? Commander Karg. Das ist ein tolles Bild, kann man nicht so sagen, ja. Auch das kennt man natürlich hier, dieses Bild, ne, aus dem Kinofilm. Dann gab es hier ein Masters of the Universe Magazin mit diesem Thema, Dolph Lundgren as He-Man. Ja, jetzt kommt's, ja. Jetzt geht's los. So sollte eigentlich He-Man aussehen in dem Film. Das will ich eigentlich gar nicht kommentieren. Ja? Also, das könnte jetzt auch Prince Adam sein eigentlich, oder? Wie steht He-Man denn da? Wie eine Lusche, oder? Dafür hätte ich doch als Skeletor und seinen Schurken noch null Respekt. Nee, das geht ja mal gar nicht. Also das ist mir jetzt so wieder, tut mir leid, ich selber als Gay-Man, ja, finde das mir zu gay. Muss ich lassen. Gott sei Dank ist diese Version nicht genommen worden, auch diese Person nicht. Der hat überhaupt keine Muskeln richtig. Ne? Der ist sportlich definiert, diese Version, okay, aber ich hätte auch schon von dem Stand her gar keinen Respekt. So, hier, und so hätte auch Man at Arms aussehen können. Ja, das Gesicht alleine. Aber die Rüstung wäre dann cool gewesen, ja. Also wie gesagt, das wird alles behandelt. Obwohl Skeletor, muss ich mal lassen, Skeletor in dem Film aus von 1987 fand ich richtig cool. Das Kostüm, auch das Gesicht, das war für mich so ein gut cooler Skeletor. Der traf es wirklich auf den Punkt. So, weiter. Ich mache ein bisschen schneller, ne? Weil die Zeit läuft und läuft. Dann gab es frühe Designstudien. Diese werden natürlich auch hier behandelt. Ja, hier die New Adventures, ne, of He-Man. Also diese Reihe hat mich auch nie erreicht als Toys. Ja, auch nicht die Trickserie. Da bin ich außen vor. Bis auf die erste Folge, die ich mir angeschaut habe, dann musste ich wirklich passen. Ich glaube, die zweite habe ich zum Teil angeschaut, weiß ich schon gar nicht mehr. Wollte ich nicht haben.
Aber es gibt wirklich sehr, sehr viele Fans dieser Toyline, die leider für Mattel damals Ende der 80er, Anfang der 90er wirklich einen Flop darstellte. Ja. Obwohl auch hier der liest, oh, die Zeichnungen auch cool sind, das habe ich ja kaputt gemacht. Oh. Marc. Ist der Marc mit der Uhr hier hängen geblieben? Super. Erinnert mich, ich habe schon düstere Ahnung. Ich habe schon mal ein tolles Buch zerrissen auszusehen in der Sendung. Wisst ihr das noch? Ja, jetzt geht's los hier wieder. Was ich dann wieder cool finde, das 8. Kapitel behandelt die Wiedergeburt der Collection. Das heißt, die Masters of the Universe 2000 Xer. Ja, diese werden hier auch behandelt. Klar. Die Cartoons waren hervorragend. Und ich hatte damals auch Figuren davon. Sehr, sehr, sehr viele. Weil ich habe sie dann 2002 wiederentdeckt in den Comicläden. Und so fing ich das erste Mal wieder an zu sammeln. Ja. Es fing dann mit den 2000 Xer an, dann habe ich wieder angefangen, auch die Vintage-Toys zu sammeln. Cartoons war ich sehr, sehr begeistert, aber irgendwann habe ich die Figuren wieder verkauft. Dann waren es wirklich nicht mehr meine Figuren, aber die Cartoons habe ich mir bis heute, regelmäßig schaue ich mir diese denn auch an, weil die gefallen mir richtig gut, sogar besser als die Revelation-Serie, muss ich wirklich ehrlich sagen. Hier sind noch weitere Konzepte, ja, von den Four Horsemen Studios, ja. Hier, Webstore. Ach, Hordak. Und hier gesagt, hier zum Trickfilm. Auch die deutsche Synchro fand ich wesentlich besser als bei den Filmation Cartoons mit der Tele 5 Synchro. Ja, muss ich auch ehrlich sagen, da hat sich auch hier Mattel sich nicht lumpen lassen, haben da wirklich auch tolle Leute gehabt, Hans-Dieter Klepsch, der zum Beispiel den Skeletor gesprochen hat, ja, oder Tobias Kluckert heißt er, glaube ich. Tobias Kluckert hatte ja He-Man gesprochen. Und was natürlich toll war bei den Cartoons hier in Deutschland, dass Prince Adam und He-Man zwei verschiedene Synchronstimmen hatten. Ja, also das hat sich dann besser abgehoben, dass Adam und He-Man zwei verschiedene Personen eigentlich sind. Ja. Was natürlich deprimierend war für mich damals, ist diese. Ja, Castle Grayskull, die war für mich sehr schrecklich, die Burg. Die fand ich mal sowas von lieblos gemacht, auch als Playset. Ach, egal. Aber dafür fand ich Snake Mountain irgendwie wieder cool. Egal. Schönes Bild. Und ihr seht hier, da schreit das Sammlerherz und sagt, ja, cool, coole Zeit. Auch hier Fangman zusammen mit, da sieht man es gar nicht, mit Fangman, Merman, Trapshaw, Orko und Dree-L. Hier auch sehr schön Adam, der sich gerade in He-Man verwandelt. Und im Hintergrund Battle Cat und unten Cringer. Schönes Bild. Sehr, sehr, sehr schönes Bild. Ja. Hier nochmal Hero. Es sollte ja auch. Damals, nach der Masters-Serie, sollte irgendwie auch mal Hero sollte ein Cartoon bekommen, ja. Wurde letztendlich nicht gemacht. Hier, ach, hier sieht man auch, guck mal, wie viele Classics-Figuren. Guck mal hier, nochmal ein großes, oh, wie ausgebaut. Ja, viele Classics-Figuren, die denn auch rausgebracht worden sind ab 2008. Mega cool. Und wenn ich heute sehe, die Preise für so Classics-Figuren, ja, die steigen ja mehr und mehr im Wert. Also da ist wirklich eine gute Geldanlage noch neben den Vintage-Toys, wenn man diese noch wirklich vielleicht original verpackt hat oder vielleicht in Mint. Ja, auf alle Fälle ist das auch echt gewinnbringend. Hier die Classics Castle Grayskull ist bis heute auch richtig teuer. Da bezahlt man locker mal ab 1500 Euro, wenn man nur alleine die Castle Grayskull in Classics hat. Es kommt grundsätzlich immer darauf an, wie die Figuren im Zustand sind und die Playsets hier, ne? Snake Mountain, auch toll. Und später ist diese Burg, fast diese gleich identisch, ja, ist denn auch von Super 7 erschienen. Das wird leider nicht mehr behandelt, dieses Thema Super 7, ja, weil die Figuren sind hier ab 2017 bei Super 7 in neuen Varianten erschienen. Dann hat Super 7 aber auch die
Snake Mountain, ja, in einem großen, großen Playset herausgegeben und diese kostet bis zu 2000 Euro heutzutage, ja. Hier der Classics Winch Rider, auch cooles Gefährt, richtig, noch besser als das Original, finde ich. Hier natürlich das bekannte Design von damals, die Umverpackung des Kartons des Winch Riders aus den 80ern. Hier She-Ra, ja, She-Ra mit dem Diadem, ne. Auch schweineteuer, Swiftwind, hier mit Swiftwind als Classics-Figur, schweineteuer. Genauso Granny-Mir, ist auch schweineteuer. Naja, das wollte ich euch mal gezeigt haben, ich blätter mal schnell noch ein bisschen so rum. Wie findet ihr dieses Buch? Werdet ihr euch dieses nochmal holen? Ja, könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare reinposten, hier aus den DC-Comics, ja, die auch bei Panini erschienen sind. Dieses Thema wird natürlich auch hier behandelt. Ja, top. Dazu gibt es hier noch ein paar Informationen grundsätzlich um die Masters. Also eine Menge, ihr werdet mit diesem Buch lange, lange, lange beschäftigt sein. Ihr werdet euch abends da reinlegen ins Bett und werdet dieses förmlich verschlingen. Was ist das hier? Eine Titelbildvariante von Darren Cook für He-Man The Eternity War Number One. Naja, gut. Was gibt's noch, was zu sehen? Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass ich ab und zu mal an die Kamera komme und dann wackelt das Bild ein bisschen. Also nicht verwundern. Auch toll geworden, ne? Hier. Hier. Unten eine ursprüngliche Konzeptskizze für die Eternity Armor Battle Cat Variante. Toll. Ja. Fertig ist das Buch. Ein wirklich atemberaubendes Buch, ja, also jeder Fan muss dieses Buch eigentlich haben, finde ich, weil man hat ja so viele Hintergrundinfos, aber auch es gibt tolle Interviews mit verschiedenen Künstlern, unter anderem auch mit Erika Scheimer, der Tochter vom Filmation-Boss Lou Scheimer, dem Produzenten der Filmation-Trickserie der Masters, denn sie hatte unter anderem auch als Synchronsprecherin für diese Serien gearbeitet, wie zum Beispiel bei He-Man und bei She-Ra. Ach, ein toller Schmöker und ja, eine schöne Rückreise in die Vergangenheit der Masters. Ja, damit beschließe ich die heutige Ausgabe von Giganten Phantom. Wie gesagt, die Neuauflage gibt es ab dem 25. Januar, gibt es dieses im Panini-Shop zu kaufen unter anderem oder bei dem großen Versandhandel mit dem A für 49 Euro. Dann gibt es dieses Buch bestimmt auch in diversen Comicläden in Deutschland. Also man wird an diesem Buch als Fan nicht herumkommen. Es kostet dann 49 Euro und hat über 304 Seiten pralle Action und ja, Erinnerungen. Ja, jetzt beschließe ich jetzt endgültig diese Sendung. Ich freue mich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet hier bei eines anderen Formate von Bumo TV. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Ja, es wurde sich wieder gewünscht, dass ich den Spruch sage, bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt weiterhin sammelwütig. Tschüss.